Deutscher Schauspieler und Synchronsprecher Elmar Wepper ist am 31. Oktober 2023 im Alter von 79 Jahren verstorben. Der jüngere Bruder von Schauspieler Fritz Wepper an Herzversagen starb. Die Fernsehlegende war in zahlreichen Produktionen zu sehen. Zu den größten Erfolgen von Wepper zählt die ZDF-Serie Zwei Münchner in Hamburg. Elmar Wepper wurde im Jahr 1944 geboren und war ursprünglich hauptsächlich als Theaterschauspieler und Synchronsprecher tätig, bevor er sich als Fernsehschauspieler etablierte. Im Jahr 1974 kam Elmar Wepper aufgrund seines älteren Bruders zum Fernsehen, ersetzte Fritz in der ZDF-Krimireihe Der Kommissar und eroberte das Herz von Millionen von Zuschauern. Seitdem hat sich der in Augsburg geborene Schauspieler zum Liebling der Zuschauer entwickelt. Hin und wieder drehten die Brüder auch gemeinsam, etwa in der Komödie Drei unter einer Decke. Er erzielte besondere Erfolge in Fernsehserien wie Polizeiinspektion 1, Irgendwie und Sowieso, Unsere schönsten Jahre und Zwei Münchner in Hamburg, in denen er an der Seite von Uschi Glas auftrat. Beliebt waren auch seine Auftritte an der Seite von Fernsehkoch Alfons Schubeck im bayerischen Fernsehen. Elmar Wepper war ein gefragter Synchronsprecher und verlieh internationalen Stars wie Mel Gibson, Gene Wilder oder Ryan O'Neill seine Stimme. Zusätzlich lieh er Christopher Timothy seine Stimme, der in den ersten drei Staffeln der britischen Fernsehserie Der Doktor und das liebe Vieh den Tierarzt James Herriot spielte. Elmar Wepper erhielt unter anderem im Jahr 2008 den Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller für seine herausragende Leistung in Doris Dörries Film Kirschblüten Hanami. Im selben Jahr wurde er auch für den Europäischen Filmpreis 2008 nominiert.